Leute, hier ist wieder eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir den Bumerang bekommen. Wir sind immer noch hier im Hain und sind jetzt dabei, den Umgang mit dem Bumerang so ein kleines bisschen zu lernen. Jetzt machen wir hier erstmal ganz viele Dinge ab. Ich hoffe, dass ich das auch richtig mache. Ja, zwei. Ich kann bis zu fünf anvisieren, richtig? Ich hoffe, das klappt jetzt soweit. Na? So. Jetzt habe ich alle weggemacht, aber wie komme ich jetzt hier vernünftig? Moment, kann ich den da unten treffen? Nee, ist ein toter Winkel. Moment, so. Jetzt muss er nur kurz was mit der Maus wegklicken. So, am besten nicht gleite da mal rüber. Ja. Was ist hier in der Kiste? Was ist in der Kiste? Gib her. Ui, ein Glücksamulett. Nice. Da unten ist... Ach, Moment mal. Ich glaube, hier waren wir schon. Wow. Den Raum kennen wir doch auch, oder nicht? Ja, klar. Ich erinnere mich. Lass mich raten, wir müssen hier auch mit dem Bumerang ran. Ach ja, der gute alte Bumerang. Wer kennt ihn nicht? Und er hat's durchgebrochen. Nice. So, die Frage ist jetzt, was machen wir mit dem Ding? Alter. Ich wollte jetzt eigentlich nicht, irgendwie Probleme machen oder so. So, Moment. Ei! Das wollte ich nicht. Meine Güte. Ich wollte da eigentlich rauf. Toll. Was mache ich jetzt? Ah, ich muss, glaube ich, rüber zur Planta Humper. Ah, das ergibt Sinn. Ja, ja, okay. Ich merke, was ich tun muss. Gut. Nochmal umdrehen. Alles klar. Ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. Ah, das war nicht lang genug? Super. Okay, machen wir es nochmal. Das eine Mal so lange gehalten und danach nicht mehr. Gehen wir erstmal hier kurz rein. Ich denke, das ist vielleicht eine ganz schlaue Idee. Ja, stimmt, hier waren wir ja auch noch nicht. Ha. Interessant. Moment, was passiert eigentlich, wenn ich hier für die Viecher den Bumerang benutze? Oh, ich kann die alle treffen damit. Coole Sache. Wow! Was willst du? Diese Mistviecher. So, die alle erstmal weg. Hört auf damit! Erledigt. Ja, der Rubin bringt mir jetzt nicht wirklich was. Dann gehen wir mal hier lang. Natürlich bin ich mal wieder zu dumm zum Springen. Kennt man ja nicht anders von mir. Scherz. So.
Ich musste mich natürlich auch wieder falsch drehen mit der Kamera. So, ich mach nochmal kurz meine Brille hoch. So. Ew. Ups. Die respawnen die ganze Zeit. Alter, wie eklig. Die Dinger sind gruselig. Finde ich. Aber gut. So, erstmal hier. Ui, den hätte ich nicht einsammeln müssen. Ich habe ja immer noch 500 Rubine. So, ja, ich würde sagen, versuchen wir es mal hier mit dem Boomerang. Und jetzt sind wir runtergefallen, Alter. Haha. Ist er tot? Ja, super. Oh, ich habe eine Ahnung. Da vorne ist eine Bombe. Übrigens, sehr schöne große Pflanze. Sowas mag ich immer. Kriege ich immer Flashbacks zu Atrian Odyssey 2, ey. Wird keiner von euch kennen, ist sehr Odd Ones Out, aber schönes Spiel. Oh, ich hab's aufgekriegt. Super. Komme ich jetzt noch irgendwie rauf? Ja, danke schön. Da ist ein neues Ding. Okay, bevor ich dahin gehe, will ich mich nochmal in der anderen Ecke umgucken. Oh, es ist weg. Ja, verdammt. Wäre ich mal nicht in, diesen Raum gegangen. So. Ah. Der nächste. So, jetzt der Boomerang. Nochmal der Boomerang. Oder auch nicht. Alter! Na gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt habe ich es diesmal endlich mal hingekriegt. So. Mhm. Hier haben wir Magie. Und hier haben wir wieder dich. Hi. Sehr gut. Netter One-Hit. So. Also der Boomerang scheint sehr OP zu sein. Das finde ich gut. Okay, hier ist was nicht ganz okay. Wow, hoch mit dir. Und jetzt tust du das, was ich dir sage und nämlich rüberspringen. Und... Oh, sind alle. Sehr gut. Ich habe gleich alle erwischt. Magie und Herzen wieder aufladen.
Hier hin. So, das hier scheint... Moment. Wie krieche ich nochmal? Nein, ich wollte nicht abwehren. Wie krieche ich nochmal? Ich hab's voll vergessen. Nein, bin schon wieder zu dumm. Oh, ich muss ganz schnell irgendwie auf Grund kommen. Und geschafft. Ein Glück. So. Ah, jetzt! Jetzt macht das! Okay. Okay. Kann ich mit dem Bumerang hier durch? Ich glaube nicht, ne? Nee. Das wird nichts. Da brauche ich irgendwie einen Schalter oder so. Ich denke, ich muss in die Richtung. Das ist, glaube ich, keine Planta Humper. Ah, es ist definitiv keine Planta Humper. Die Blüte ist dunkler. Das sollte ich mir langsam mal merken. Glaube ich zumindest, dass es dunkler aussieht. Sehr gut. Jetzt habe ich dich erledigt. Und jetzt ist deine Planta Humper, genau. Und dann muss ich wahrscheinlich höher und irgendwie einen Schalter betätigen, dass ich dann dahin komme. Und oh mein Gott, die Fossilien sehen so cool aus. Also. Hier ist was mit einer Bombe. Okay. Ah, ich habe eine Vermutung, was ich hier tun muss. Erstmal das Ding hier herholen. Oh, das wird aber übel auf Zeit dann. Kann ich vielleicht mit der... Nee. Schade. Ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte die Bombenblume... Moment, ich könnte sie remote aktivieren und dann irgendwie runterschubsen. Oder? Nee, die würde sofort explodieren, oder nicht? Oder verstehe ich das jetzt falsch? Okay, was mache ich falsch? Okay, also sobald ich... Okay, warum schnallt er nicht, dass er sich ducken soll und raus soll? Ah, weil ich das Schwert gezückt hatte. Okay. Ja, ergibt Sinn. Jetzt weiß ich, was mein Fehler vorhin war. Okay, dann nochmal von vorne das Ganze. Jetzt, dadurch, dass ich runtergefallen bin, sollte sich das ja resettet haben, oder nicht? Ich hoffe es jetzt einfach mal. Oder auch nicht. Und nee.
So, jetzt treffe ich's, aber es dreht sich nicht. Weil ich wahrscheinlich das andere Ding treffen muss und da bin ich noch nicht. Also. Okay, ich treffe es nicht ganz bis jetzt. Nein, 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 nein. Nicht runter. Springen. Oh. Nee, die wachsen alle nach, weil du musst ja das da oben treffen. Ärgerlich. Okay. Also ich begreife, was ich tun muss. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist halt wirklich, dass dieses Ding da festsitzt. Ich glaube, wenn es gleich nicht wieder da ist, dann werde ich das dann einfach so machen, dass ich, okay, ich versuch's jetzt nochmal so, dass ich von dieser Seite aus versuche zu treffen. Nee. Und wenn ich von dieser Seite versuche, das Ding zu treffen, dann werde ich wieder am Arsch landen, oder? Ja, das dachte ich mir. Ich. Aus irgendeinem Grund bin ich zu weit. Hm. Okay. Oh mein Gott. Jetzt bin ich auf einmal hier gelandet. Genau wie ich es wollte. Ja, aber... Oh. Ich wollte eigentlich testen, ob ich da runtergucken kann. Weil wenn ich runtergucken kann, dann hätte ich einen Bumerang nehmen können. Weil dann hätte mich das blöde Ding nicht gesehen. Sondern nur den Bumerang. Oh, das ist doch sowas von... Es ist ein bisschen holprig hier. Wir gehen mal raus, damit sich der Karren resettet. Glaube ich, eine ganz gute Idee. So. Also das Problem ist nicht das Wissen dahinter, das Problem ist die Exekution des Wissens. Falls ihr versteht, was ich meine. Das Problem ist wirklich das Umsetzen. Nicht das Problem selbst. Das Problem selbst ist leicht zu lösen. So. Oh. Oh, verdammt. Oh, jetzt wollt ihr mich attackieren. Ach, die passen sich ja meine Bewegung an, oder wie? Okay, das ergibt Sinn. Interessantes Konzept. Ach Gott, die Pflanze ist auch wieder da. Natürlich, natürlich. Ach, und jetzt kommst du auch dieses Mal raus. Interessant. Ah. Ich werde nicht fluchen. So. So. Also, wie mache ich das jetzt am besten? Ich versuche es jetzt mal. Ich versuche jetzt mal was. Also, wir können die Bombe
Nicht anvisieren, okay. Wir müssen da näher dran sein für. Das heißt, wir brauchen das Ding hier. So weit, so gut. Und wir hätten nicht so weit weg sein dürfen. Ich glaube, jetzt würde es reichen, oder? Weil ich habe so das Gefühl, was diese Stelle hier angeht. Oh, ups. Da war ich ein bisschen zu hastig. Mein Gefühl bei der Stelle ist, du musst den Wagen auf eine ganz bestimmte Position bringen, damit du beide Blätterfächer erreichst. Und das war gerade mein Problem. Ich bin nicht nahe genug an beidem dran, um beides machen zu können. Okay, die Bombe tragen kann ich auch nicht. In manchen Zelda-Teilen war das ja begrenzt möglich. Oder? Nee, ich kann sie nur aktivieren von der Stelle, wo sie ist. Alles klar, aber dass ich diese Regel jetzt weiß, hilft mir, denke ich, weiter. So. Wenn ich jetzt da hingleite? Nee. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle. Hier kann ich schon mal nichts machen. Nee, das kann ich auch vergessen. Das war noch so ein Versuch gewesen von mir. Also verstehe ich das Rätsel wohl doch nicht so, wie ich dachte. Alles klar. Das ist jetzt natürlich die Frage. Wie kriegt man das hin? Ich denke aber, wenn ich jetzt hier sowieso feststecke, dann wäre es vielleicht besser, wenn ich das Ganze im nächsten Part mache. Weil meine Magie ist auch low, dann kann ich die Offscreen wieder auffüllen, indem ich überall Gras mähe, wo ich auch nur Gras mähen kann. Und ja, ich würde dann sagen, im nächsten Part gucken wir dann, wie wir das Ganze dann lösen. Das hat ja jetzt auch keinen Sinn, wenn ich hier jetzt noch 20 Minuten danach nach der Lösung gucke, wenn ich sie gar nicht exekutiert bekomme, weil ich zum Beispiel auch keine Magie mehr habe. Wobei, die Plantarunpas laden, glaube ich, zum gewissen Teil auf, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wegen dem Geräusch. Aber gut, das klären wir alles im nächsten Part. In diesem Sinne, bis dann, Leute. Bye, bye!